10 Sekunden. Wir können gar nicht zählen. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, los! Jawohl, da geht er los. Und zwar geht auf der Dünne. Und dann kommt der Gruppe 4 von dem deutschen Fahrer der Teamfahrt. Der Sohnemann fährt hier auf der Seite und wir sagen erstmal ganz herzlich willkommen an die Startnummer 9. Und zwar ist das der Samuel Thiele und Klaus Thiele. Sie fahren für die Infra-Kontrolle Corsair, also Hoffnung bekämpft Krebs-Teams. Das ist ein Team, was von dem eingerichtet wurde für ein Therapiezentrum in der Rodenthal von Bruno Sapri, dem Walter Röll von Frankreich praktisch. Und Sie fahren in diesem Team mit und sammeln also auch Geld für diese wunderbare Sache mit dabei. Ein Wagen der Gruppe 4 damals, Sie sehen schon den Verbreiter im Kunstfilm, das waren die Sportwagen der damaligen Zeit, der Gruppe 4 unterwegs waren. Sehr wenig, waren 204 PS hier unter der Haube, aber hier haben wir so um die 260 PS aus den 3 Liter Hubraum ungefähr zu finden. Auch hier zehn Veranstaltungen schon mitgemacht, Sie sehen das hier ganz klar. Und das ist original der Wagen, der 1982 mit bei der Allee Monte Carlo dabei war, von Termini gefahren. Und so sehen wir den Wagen hier noch einmal. Er geht los auf die Strecke. Viel Spaß. Vater und Sohn-Team, was wir hier aus dem Haus Team. Fahrzeug aus Polen, also genau in Deutschland, Polen, es geht wirklich quer durch Europa. Herzlich willkommen erstmal in den beiden, die wir hier noch einmal sehen. Und zwar in Polski 425P von Pavel Molbo und Janusz Jandrowicz, die wir hier bei den Wagen 1975 sehen. Ein Wagen, der in dieser Form zwischen 67 und 82 in Polen gebaut wurde. Sie kennen natürlich den 4, der hintersteckt, der 425, das war ein Lizenzbau, den man damals in Polen gemacht hat. Da sagen wir auch erstmal viel, viel Spaß weiter. Es ist in der europäischen Osteuropäischen Rallye-Meisterschaft sehr, sehr erfolgreich dieser Wagen gewesen. Und wie gesagt, man hat auch ein paar Mal damit Richtung Rallye Monte Carlo mit Fahrzeugen dabei gehabt. Ein 1,3 respektive 1,8 Liter Motor. 75 PS ist sehr wenig, aber ich sag mal locker 100 PS unter der Haube. Viel Spaß dabei. Norwegen, die zweite, wir hatten letztes Jahr noch einen Startpunkt in Oslo, der ist dieses Jahr weggefallen. Dafür haben wir natürlich jetzt das Volk, das besonders die ganzen norwegischen Teilnehmer hier bei uns in Bad Homburg mit dabei. Start Nummer 17 für den norwegischen Rallye-Treiber-Club, der im letzten Jahr die Team-Leader-Wertung gewonnen hat, diese Veranstaltung. Sehen wir hier jetzt den Kirchen Engang und Björn Lien, hier VW Golf GTI. Er rückt natürlich an Deutschland an Jochen Kleinter, der 1975 mit dem Wagen schon werkzeitig im Einsatz war. Der Gruppe 2 war es Per Eklund, der fünfte bei der Rallye Monte Carlo 1980 war. Und dieser Wagen hat im Jahr 1979 auch hier der Einspritzmotor 110 PS natürlich. Das war der Wagen, den sie Ende oder Mitte der 70er Jahre haben sollten, um damit auch ganz unabhängig auf der Lebensspur unterwegs zu sein. Hat damals 15.000 D-Mark gekostet und war damit in Anführungszeichen erschwinglich. Viel Spaß, diese Rallye Monte Carlo History. Es geht weiter und wir sind bei der Startnummer 30 und da sind wir natürlich beim Team Kenneth Simonsen und Otto Christensen angekommen und die fahren den legendären Lancia, die Lancia Fulviga, die wir hier noch einmal sehen können. Sie sind für das Team die Finsenbank in Dänemark unterwegs und sie fahren den Lancia Fulviga mit der 1,3 Liter Motorisierung. Ein solcher Wagen ist bei der letzten Rallye 2023 Gesamtsieger geworden. Das heißt, sie brauchen keine große starke Leistung, sie brauchen nur einen Wagen, der auch damals natürlich im Rallye-Sport ganz berühmt war. Santo Monari ist natürlich einer, den man hier immer wieder an dieser Stelle erwähnen kann und erwähnen sollte. 1972 hat, wie gesagt, Santo Monari, der Wahlfahrer Manucci, den ersten Platz bei der Rallye Monte Carlo gemacht. Dieser Wagen hier ist ein bisschen früher, aus dem Jahr 1968. Frontantriebmotor, ein sehr enger Vierzylinder und um die ca. 100 PS stark. Sehr schön auch im Schnee zu fahren. Viel Spaß damit. Startnummer 32. Ich sagte schon, es wurde ab 1968 wirklich auf Höchstgeschwindigkeit gefahren, ohne Koeffizienten. Und da hatte Porsche dann wirklich eine Chance, hat die ja vielleicht dreimal hintereinander genutzt. Sven Otto Rumpfkalle ist hier auf der Fahrerseite und Reinhard Käsemeier auf der Beifahrerseite. Sie fahren ein bisschen früher und immer. Diesen wunderschönen CW-Zusatzscheinwerfer, den wir hier haben, den 2-Liter-Motor nur serienmäßig 130 PS, später in der S-Version dann auch mit 160 PS unterwegs. Aber hier die leichte sogenannte T-Version, die war die kleinste Motorisierung, aber es war auch der leichteste Karosserie. Da hat man gerne im Rallye-Sport später den S-Motor eingebaut, dann gab es den berühmten Porsche 911 ST, wie er dann
wie gesagt 1968 auch gewinnen konnte und auch heute nochmal wieder ja im aktuellen Programm mit drin ist. Also, wie gesagt, das Jahr 1966, als ein Citroën DS21 damals von Pauli Teufel gewann, das ZP der Sven Otto Hupfkeil aus einer Familie, die sehr stark im Motorsport schon immer engagiert war. So, warum der Hund ist, glaube ich, wenn man hier vorne steht, sehr schön erkennen, dass die Form des Grills, was hier noch einmal entsprechend nachgeholt wird. Und hier haben wir mit Markus Bussard jemanden, der nach Hause fährt, auf der Fahrerseite, die rechts ist, weil das ist nämlich der legendäre Escort Mexico, benannt nach dem Langstreckenrennen, was man damals von London nach Mexiko gefahren hat. Und wenn Sie denken, da fährt man so ein bisschen Frankreich runter, schüttet ein, und dann drüben Südamerika, die sind über Bulgarien allein bis nach Lissabon gefahren, sind allein schon in Europa eine riesen Kurve gefahren, waren insgesamt, glaube ich, 26.000 Kilometer unterwegs und damals, wie gesagt, hat ein solcher Ford Escort gewonnen. Es war der Daily Mirror World Cup Rally, 2.500 Kilometer und Hanno Nicola hat damals dieses Rennen gewonnen und danach gab es sofort ein Sondermodell in Mexiko und das fahren die beiden hier auf der Beifahrerseite in Frankreich bei einem André Bussard und dann Markus Bussard, der an der rechts am Lenkrad sitzt. Monegassisch zugelassen. Statt mal 1 und 3, der nächste Golf GTI, den wir begrüßen können. Das war auch hier die norwegische Rallye-Treibstufe. Wie gesagt, letztes Jahr Nummer 1 in der Teamwertung, Björn Michael Schager und Knut Arvid Fiesta. Die sind hier mit dem Golf GTI 1 unterwegs, das ist 1979. Ein Wagen, der damals im Rallye-Sport natürlich schwer gegen die entsprechenden C-Kadets GTI eingesetzt wurde und natürlich gegen den eben auch gesehenen Escort. Das waren so ein bisschen die Gegenspieler in dieser Klasse für den Golf GTI. Ganz klassisch auch hier mit dem entsprechenden serienmäßigen Rallye-Streifen mit dem schwarzen Fenster hinter. Also so ist er damals ausgeliefert worden, hatte einen Golfball als Schaltknüppel mit dabei. Also da war das Thema Golf natürlich dann auch ganz besonders hervorgehoben. 110 PS, sehr mäßig die Fahrt der Gruppe 4, nämlich zwischen 77 und 82 und das ist eine der größten und natürlich eine der stärksten und schnellsten. So, jetzt geht es weiter. Herzlich willkommen, das ist natürlich das Auto von Skandinavien. Der Volvo, eine lange Rallye-Geschichte, erst mit dem Buckelwolf hier noch sehen, da kommt der Volvo Amazon. Und jetzt hier der Volvo 142. Startnummer 125, das sind über Heus und Ragnar mit Jum und Hund, die hier mit dem Volvo 142 dabei sind. Ein Wagen, der zwischen 66 und 74 gebaut wurde, mit dem großen Slogan der Sicherheit von Volvo. Sie haben gesagt, hat man einen Elefant oben aufs Dach draufgestellt, was sehr ausgehalten hat, der Volvo. Und man hat auch damals bei den Amerikanern sehr starke Sicherheitsbestimmung gesagt, dieser Wagen braucht kein Überrollen, weil der sowas von massiv ist, das hat er automatisch schon drin. Also B18-Motor, 1,8 Liter, Liter 2 Liter Motor und hier der S-Variante, Doppelpedalanlage. Also gut, ja, 130 PS stark. So, Porsche hat natürlich nicht nur die 911 gehabt, sondern es war ein bisschen 70er Jahre, als man was ganz Neues gemacht hat. Kein Heckantrieb, kein Luftgekühl, sondern Frontantrieb, wassergekühlt, Transaxelsystem, Getriebe an der Hinterachse. Und statt nur 168 kommt ein solcher Porsche 924 jetzt gerade hier vorgefahren. Mit den großen Zusatzscheinwerfern. Ja, das ist doch gut. Da haben wir Zeit. Wir haben nämlich zwei Ausfälle, die leider nicht hier sind. Und dem können wir jetzt ganz viel und ganz schön mit den 924er erzählen. Und zwar ist das Team von Bühlmann und Stoll, die mit dem Wagen unterwegs sind. Es gab einen einzigen Einsatz bei der Rallye Monte Carlo mit einem Porsche 924. Und zwar ein Werkseinsatz mit dem GTS, den Jürgen Barth und Roland Kussmaul damals gefahren haben. Und sie sind, glaube ich, Platz 20 geworden. War nicht ganz so erfolgreich. Aber diese erste Wasserkühlte Porsche, wie gesagt, 1981 gefahren in der deutschen Rallye-Meisterschaft von dem Team Walter Röhm, das ist ja geistert, und der berühmte Monet Porsche 1924 in Gold. Wir sehen jetzt in der Porsche-Klasse, wie er das Verlies inzwischen kann, also auch wieder gesehen und eingesetzt werden. Und natürlich bei uns hier zu Hause haben sie gewonnen, die Hessen-Rallye, dann über den Rhein-Effekt die Vorderpreis Platz 1 dabei. Und die Werbung sagte damals, diesen Wagen ein neutrales, sicheres und unproblematisches Kundenverhalten für ausgezeichnete Gareauslauf auch bei sehr hohen Geschwindigkeiten. Nee, da haben wir schon gesehen, dass ein bisschen gegen den alten Porsche 11 geschossen, denn der war beim Geradeauslauf nicht besonders berühmt. Und wollte jetzt diese Fahrzeuge sozusagen als Ersatz für den 911 dazukommen. Das war der 924er, der 18er Motor, der 928er Porsche.
Das hat man auch so weit getrieben, dass man gesagt hat, man muss in einen Schlussnehmen. Da gab es einen Wechsel in der Geschäftsführung, Gott sei Dank, da kam der deutsch-amerikanische Schutz und hat dann gesagt, nee, die 911, die lassen wir noch mal ein bisschen im Programm. Das hat er 1981 gesagt, heute haben wir 2024. Er ist immer noch ein bisschen im Programm. Wir lassen, wie gesagt, diese eigentlichen Nachfolger von ihm in anderer Variante da sein. So, jetzt kommt was ganz Besonderes. Ein VW Käfer wird jeder sofort erkennen, wie viele haben von uns dann auf die Führerscheinungen mal gemacht. Aber hier kommt ein ganz besonderer, der wird gefahren von Dr. Roland Wittmann und Dirk Thomin. Auf der Beifahrerseite und der Patron ist Philipp Fürst zu Hohenlohe. Da sagen wir auch erstmal ganz herzlichen Dank, das ist das Deutsche Museum, Automuseum hoch am Schloss Langenburg. Und dieser Wagen ist in Finnland gebaut worden. Es war damals der recht wohlhabende Herr Wiehuri, der 5 Käfer für den Rallye-Sport aufgebaut hat, insgesamt 48 Käfer gebaut hat in Finnland und hat gesagt, ich möchte gerne die VW-Käfer hier in Finnland bauen. Das hat nicht so ganz geklappt, wie gesagt, bei 48 war Schluss, 5 davon waren Rallye-Fahrzeuge, einer davon ist dieser hier, aber man kann sagen, Finnland hat natürlich später noch in dem wunderschönen Örtchen Uusikaupunkti in Valmet das gleiche gemacht und ich dann wurden auch dann in Finnland unter anderem der Porsche Boxster und der Porsche Cayman gebaut. 1969 war sozusagen dieser Finne der erste, der für Autoproduktion in Finnland entsprechend geworben hat. Und hier haben wir ca. 100 PS aus dem 1,6 Liter Wagen, den wir hier noch einmal sehen können. Es geht weiter mit einem Wagen, der einfach eher beim Concours de Grand zu Hause hat. So ein schöner Wagen aus italienischer Manufaktur, respektive nicht Manufaktur, sondern Designstudio. Manufaktur war in Osnabrück, das ist der legendäre Kamandia, den wir hier, ich dann vor einmal die 82 mit dabei haben. Aus Nizza, aus Bessern, aus Berlin, Benusis, die hier mit dem Kamandia unterwegs sind. Und da sehen wir noch einmal die litauische Fahne davor, die Sie hier noch einmal zeigen können. Sie fahren diesen wunderbaren 1955 auf den Markt gekommenen Kamandia. Bis 1974 ist er gebaut worden. Das ist das letzte Baujahr, was Sie hier noch einmal sehen können. Und Sie schauen, wie schön international doch im Motorsport man nebeneinander leben kann, ohne sich in großer Freundschaft und ohne sich irgendwie schief anzugucken. Das finde ich unheimlich schön. Ich wünsche Ihnen auch viel Spaß. Have good luck on your trip down to Monte Carlo. Mit diesem Wilderbahn, wie gesagt, in Osnabrück gebauten VW. Basis natürlich der VW Käfer, aber hier, wie gesagt, in seiner schönen Italienischen. Ein Geburtstagskind hatten wir schon mit Christian Geister, ein zweites Geburtstagskind haben wir hier in diesem Auto sitzen. Auch da nochmal Happy Birthday to you. We've seen the birthday cake on the roof already. Sie hatten schon mal einen Kuchen hier oben drauf stehen gehabt, schon als sie noch vorne gestanden haben. Also hier wird, was für ein schöneres Thema als bei der Rallye Monte Carlo Geburtstag zu feiern. Herzlich willkommen in der Stadt Bad 260 natürlich für unser Team, was wir hier auch haben, von Lila Silvasti und Jukas Silvasti, der für Team Fitzgebank fahren, die seit 52 Jahren unterwegs ist. Und hier, wie gesagt, fahren wir seit 60er, auch schon 356. Wenn ich frage, was denn dieser komische, mit leicht dort versehene Kreislauf hinten meint, das heißt, dass man hier natürlich auch mit Spikes fahren kann, nicht in Deutschland, sondern in Frankreich, in Eisenstädter, sind dann Servicefahrzeuge dabei, die auch dann jetzt hier wegkommen. Aus der Ukraine angereist. Und da sage ich erstmal ganz, ganz welcome to Germany. Das ist das Team der KZF Racing Team von Zelman und Henadi Kulowski, die mit dem Auto Yankee unterwegs sind. Und da sagen wir, auch das, wie gesagt, eine Freundschaft, die es im Sport gibt und die hoffentlich auch mal in anderen Kreisen miteinander Freundschaft geben könnte. 225 ist die Startnummer. Und das ist, wie gesagt, der Auto Yankee A112. Die gab es von Abra mit einem Zitter 8. Bis 100 PS starten Motor unter der Haube und so gehen wir beide hier an den Start. 1, 0, Start and Go. Wir haben noch Burkhard Verhalen und es ist ein deutsch-norwegisches Team, wo man sich immer
technischen Autos. Den haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Adventure-Tour kennengelernt. Ja, wir machen mal ein anderes Adventure zusammen. Und das ist jetzt hier die Fahrt nach Monte Carlo, der Volvo PV 544 Sport, den wir hier noch einmal haben aus 1961. 1965 hat kein anderer als Jürgen Singer. Ist er für unser Verein gefahren? Der hat den Tourverlauf, bei der Rallye Monte Carlo schon mal hier mit Bodenbüster auf und so. Und so sind die beiden hier unterwegs mit ca. 130, 140 PS jeder Reihe. Gunnar Andersen war der große europäische Rallye-Champion auf diesem Wagen. Gegen die Großbritannien hat er auch nicht gewonnen. Und hier sind die beiden jetzt wie gesagt mit dem D18er Buckel-Volvo auf der Strecke unterwegs. Ja, meine Damen und Herren, es war...